Hallo, Anna. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Dein nicht im Auto auf der Baustelle war der Unfall. Stand. Ach so, okay. Was Schlimmes passiert, oder? Nicht schießen. War netter. Ich muss mal gucken, wie viele Kanalpunkte ihr noch alle habt. Nein, ich kann euch die nicht klauen. Das wäre ja furchtbar. So. Kann sein, dass ich gleich wieder ein bisschen googeln muss. Handgequetscht. 90. Flo hat noch 90. Du hast noch 90, du hast doch 114 vorhin. Frage ich mich, wie kriegst du. Warum darf ich nicht schießen? Auch nur so. Ich hab gerade gefurzt. Ach so, du hast gerade gefurzt. So läuft der Hase. So, schauen wir mal hier. Am Anfang war es 2K. Okay, ich glaube, da war ein Buch, was wir haben wollten, ne? Feuerschutz. Warte. Okay, Feuerschutz. Nehmen wir. Ich finde es gut, dass da auch wirklich jetzt nur Feuerschutz kam und nicht noch was anderes. Und ich glaube nicht, dass wir den da drauf kriegen, ne? Ich glaube, das ist zu viel. Ja. Oder er nimmt es nicht mit dem anderen an. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, 3 ist das Maximum, was du machen kannst. Dann machen wir Feuerschutz auf eine Buchse. Geht auch nicht. Weil da schon Schutz drauf ist, ne? Ja. Schuss sicher. Da müsste es jetzt aber drauf gehen. Ja. Da wird es auch nicht drauf gehen. Haben wir uns verzettelt. Verdammt, Axt. Naja, ist ja nicht schlimm. Gebrauchen kann man es bestimmt mal. Und dann hast du das Internet gelöscht. Genau, ich kann mich noch daran erinnern, als wenn es vor 10 Minuten war. So, schauen wir mal hier. Effizienz. Das ist natürlich ganz nice, ne? Ja, da müssen wir drauf warten, auf jeden Fall. Da brauchen wir auf jeden Fall definitiv Effizienz, brauchen wir. Dann geht das richtig schnell mit der Spitzhacke. Und dann müsste nur noch Haltbarkeit drauf. Haben wir noch irgendwo Haltbarkeit? Ne. Das wäre denn das nächste, was wir dringend bräuchten, ne? Haltbarkeit. Na komm, wir können ja hier mal Verbrennung. Wir nehmen das mal mit, dann können wir das gleich auch mit verbrauchen. Achso, nee, wir haben ja da schon eins. Okay. Mary Lou, danke für deinen. Hallo und danke für deinen Lurk. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. So, was haben wir da noch? Okay. Gut. Gut. Wir haben hier Kisten stehen, aber nichts drin. Okay. Also müssen wir auf jeden Fall nochmal auf 30 kommen, um die Dings dazu bekommen, um die Effizienz zu bekommen. So, glatter Stein. Machen wir da rein. Der kommt da rein. Dann brauchen wir hier ein bisschen davon. Dann können wir uns hier wieder eine neue Dings machen. Neue Axt. Mhm.
So, Weizen, Weizenkörner, rote Beete und die Samen. Ja, komm, das ist ja eigentlich auch Essen, kommt erstmal damit rein, ne? Die kommt der eh dem bald weg, die Kiste. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Lassen wir das heute auch nochmal mit drin. Okay, die können wir ja einfach verknallen, ne? Die können wir ja einfach verballern. Gehen wir hier runter und machen hier mal ein bisschen weiter wieder. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da noch müssen. Ich gebe mir mal erstmal was zu trinken rein hier kurz. Achso, warte mal. Nee. So. Wie eine Schlaftablette? Ja, das ist mir doch egal eigentlich. Das ist mir scheißegal. So. Naja, war netter. Es wird hier niemand gezwungen, hier zu bleiben. Aber ich dachte eigentlich, das wäre bekannt. Eigentlich. So, denn, ja, wir müssen mal gut ein bisschen machen wir erstmal. Wir müssen jetzt sowieso mal gucken, wo wir da hinten hin müssen. Das weiß ich ja gar nicht mehr. Upsala. Na gut, da müssen wir eh. Ich kann mir das gleich, aber ich habe schon wieder nichts zum Schreiben hier, ne? Müsste ich mal gucken, dass man schaut, ob wir genau richtig sind, und dann können wir hinten schon mal runterbuddeln. Und den sehen wir ja irgendwann, wenn wir ankommen. Den wissen wir, yes, wir sind da. Ziel des Ganzen ist natürlich auch, dass wir von hier aus direkt zu der Farm kommen da, ne? Zu dieser Maschine, im Häkchen. Damit wir diese Wege nicht immer laufen müssen, gerade wenn wir da hinten noch ein bisschen was bauen oder basteln. So, kommt alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Komm, den Kies nehmen wir allgemein mal mit hier, ne? Ne? Aber nur hier vorne jetzt dahinter nicht mehr so. So, dann machen wir dazu. Wir machen erstmal einfach alles wieder dicht, ne? Das buddeln wir uns dann nachher wieder raus. Ach, Flo, Mensch. Das tut mir ja fast schon leid. Versuch doch einfach mal Roulette. Lieber Florian. Ja, nee, komm, wir machen so eine Wende, sonst ist es scheiße hier. Mein Gott, diese Spinne geht mir ja richtig auf den Sack. Oh nee, wir haben doch hier noch eine Glücksspitzhacke, ne? Ja, sichi. Nee,
da verdoppel ich ja nur. Aha. Darum ist es halt wahrscheinlich, also ist es wahrscheinlicher beim Roulette zu gewinnen, weil es halt nur verdoppelt. Bei dem anderen, beim Schlott, ist ja eine ganz andere Nummer, ne? Wir müssen hier auch irgendwie ein bisschen Abwechslung später noch reinbringen. Man kann ja auch sagen, okay, man macht hier zwischendurch einfach mal so ein, zwei TNT in der Wand, sprengt die, dass das alles ein bisschen kaputt ist. Ein bisschen weiter macht man irgendwie Lava, die aus der Wand rausläuft, so ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass das nicht alles so, ne? Na, dann zieh dich doch mal aus für die Abwechslung. Ach so, meinst du das? Ja gut, also... Wenn gewünscht, kein Problem. Ist doch kein Ding. Also dann schon. Verstehst du? Und die zündest? Ja, das ist doch aber eigentlich auch kein Problem, wenn ich mein Inventar vorher ausräume. Und meine Punkte bearbeitet habe. Oh, da tropft ein bisschen Lava auf der Stirn. Ungerne möchte ich das freibuddeln, die Lava. Hihihi, er hat Ding gesagt. Hihihi, er hat Penis gesagt. Gut, dann machen wir gleich hier. Glied. Er hat Glied gesagt. Immer, macht er immer. Und tatsächlich ist es bei Flo so, dass er wirklich nicht zweideutig denkt, sondern gleich mehrdeutig. So viel Kies und Schienen. Wir sollten wirklich die Schiene erstmal nur auf einem belassen. Nach und nach dann ausbauen. Aber das ist so ein schönes Projekt dann für Oktober, was wir angehen können, was wir weitermachen können. Wo wir uns echt viel dran aufhalten können. Okay, da vorne war noch Kies. Ich würde tatsächlich gleich mal gerne gucken gehen. Ich denke gleich pervers. Du bist auch ein bisschen geil geworden beim Blitz, ne? Hast du es denn gehört oder war der Blitz doch ein bisschen weiter weg, wo das Häuschen da ist, wo es eingeschlagen haben soll? So, wir gucken mal. Das ist 211, machen wir. Dass ich hier auch nie einen Stift am Schreibtisch habe, ne? Moment, Moment. Mach das aus. Das ist doch alles verschwommen jetzt. Okay, geht nicht. Ich mache es so. Minus 211. Auf der X-Achse. Und Tiefe waren wir auf 47. 47. 211. 47. Gut, hätte man sich auch merken können, tatsächlich. Ihr Lieben, denkt dran, morgen, ne? Morgen Abend. Wenn ich es morgen schaffe, schon um 19 Uhr. Spätestens 19:30 Uhr, wenn nicht dazwischen kommt. Aber morgen haben wir das Schnorrer-Game.
Und es gibt morgen einen 10-Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen. Oder halt ein anderer 10-Euro Gutschein, je nachdem, wie ihr wollt. Also, müsst ihr da sein. Dretzer, ich grüße dich, mein Gutster. Wie geht es dir? Alles gut bei dir? Haha, er hat 47... Oh, Leute. Du musst das O und das I einklammern noch. 11. Okay, hier. Ja, die 11 ist ein bisschen... Die 11 wäre ein bisschen weiter da drüben. Wäre ja aber nicht schlimm. Wir gehen hier mal runter.